Und wenn sich das Kind wohlfühlt, dann fühlt sich der Elternteil auch wohl. Und wir sind, sagen wir mal, mit den Gästkindern aufgewachsen, wo es für uns natürlich schon immer im Sommer ein großes Erlebnis war. Und schon immer jeder gewartet hat, jetzt kommen die wieder, jetzt kommen die wieder. Und das sind natürlich sehr viele Stammgäste. Und Kinder in unserem Alter, mit denen wir dann groß und erwachsen waren, sein eigentlich. Einfach das Miteinander mit Gästen und nicht das Distanzierte, so auf der Art, der kommt und wenn er wieder fährt, ist mir wurscht, das gibt es da nicht. Aber wenn man den Haupturlaub, sage ich mal, der deutsche Gast dann macht, den verbringt er dann, wenn er das schon so will, um den Kindern was zu zeigen, schon dann bei uns am Betrieb oder einfach allgemein bei Urlaub am Bauernhof oder so. Das sind sehr viele, die eine große Wertschätzung haben, dass sie die Landwirtschaft auch vermittelt kriegen wollen und dass auch die Kinder da was lernen. Und das ist auch das, auf das wir Wert legen und das auch vermitteln. Gerade, dass das einfach nicht nur alles super klar ist und nach Hause eine heile Welt ist, dass da einfach Arbeit dahinter steckt und dass da der Bauer genauso seinen Zeitplan hat, dass er mit allen zurechtkommt und wenn man was bewegen will, muss man was tun. Das sind oft ganz, ganz interessante Gespräche, dass man merkt, jetzt haben die Eltern eigentlich wesentlich mehr gelernt als für das Kind und das, wo der große Aha-Effekt dann oft kommt, hoppala, das ist eigentlich ganz anders, wie wir es in der Stadt kennen, wie wir es vermittelt kriegen, wie es im Bilderbuch, sagen wir mal, für die Kinder drinsteht. Das ist eben unsere Aufgabe in der Landwirtschaft auch, dass wir das, wenn es nur ein kleiner Teil ist an Gästen, aber denen das so vermittelt und in unserer Bevölkerung auch und anderen vermittelt, die unser Leben und dass die Wertschätzung wieder anders wird und was wir eigentlich leisten für die Natur und für die Gesellschaft und dass man das können wir nur selber machen.